Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Wir sind ganz schön oft unterwegs in letzter Zeit. Gut, dass das wieder geht. Es geht heute zum Klassentreffen, Freunde, nach Brandenburg. Zu wem? Richtig, zum lieben Klaus. Der Barbecue-Bär ist noch am Start. Der Rolf von Westmünsterland Barbecue ist am Start. Und mal gucken, wer noch alles am Start ist. Wir machen heute ein gemütliches Sit-in, würde ich sagen. Bisschen Grillerchen. Mal gucken, was uns erwartet. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Ja, also ich kann schon wieder sagen heute, Brandenburg ist wunderschön und wir sehen auch sehr, sehr viel von Brandenburg heute, denn unser Navi führt uns überall durch, glaube ich. Also wir haben mittlerweile schon jedes kleine Dorf hier gesehen auf dem Weg. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich hoffe, wir kommen auch irgendwann an. Wir sind guter Dinge. Ah, zack, Freunde, nach 2 Stunden Fahrt über alle Brandenburger Dörfer. Ich bin ein bisschen seekrank geworden in dem kleinen Smarty. Wir brauchen den Ram übrigens, ne? Ja. Sind wir angekommen beim lieben Klaus. Hier sind noch eine ganze Menge mehr Peoples irgendwie. Zeig euch wahrscheinlich nachher nochmal. Und Klaus heizt schon die Feuerplatte an. Ich glaube, hier gibt es lecker Essen heute, ne? Hat ihn vorgesehen, ja. Also wir werden am Ende sehen, was die bei uns ist. Ein bisschen griechisch haben wir uns vorgenommen. Griechisch? Wir machen griechisch heute. Aber ich stehe ja auf diese Uso-Nummern, also ist alles in Ordnung. Oh, Rolf! Rolf! Westmünsterland Barbecue ist auch am Start, ne? Ja, sollte man nicht unter den Scheffel kehren. Grillt oft griechisch ohne Kohle. Ja. Grillt auch griechisch mit Kohle. Sehr aber schön. Heute wird's lustig, glaube ich, ne? Ich glaube doch. Na, wir warten mal ab. Ne? Ich muss hier schon ein bisschen ausweichen heute, Fremdstoff und so, aber wir kriegen das hin. Ja, er wollte ja keinen Potz kaufen. Ja, du hast ihm erst ein Heini weggesoffen. Nee, das war Michael. Ich trinke keinen Heini. Schön, dass du da warst. Ja. Es wird schwierig heute. Es wird schwierig. Ah, jo. Ja, die Vorbereitung für den griechischen Abend laufen schon. Hier haben wir schon ein bisschen eingelegte Lammkarrees, klein geschnitten. Ne? Und ein bisschen Würstchen. Ich weiß ja nicht, was das für Würste sind. Kann mir einer sagen, was das für Würste sind? Ich habe dezent ungekonnt nicht drauf geachtet. Okay, also Würste. Würste in Rot und Groß. Ah ja, guck mal, hier ist schon ordentlich Trubel. Der Grill läuft, könnt ihr mal abchecken. Kommst du da vorbei irgendwie? Ja. Ordentlich Köstlichkeiten da drauf. Ich hab Hunger. Ja, ich glaube, hier gibt es heute richtig lecker was zu essen. Griechisch. Vielleicht das tanzen wir nachher noch alle ein Tsurtaki. Tsurtaki? Richtig, oder? So? Ja. Geil. Und kick mal, Blocki habe ich auch gefunden hier. Die Jungs Taschen. Von Werfel Beef sind auch am Start. Wir grillen hier heute richtig einen ab, glaube ich. Und hier ein bisschen abgeschlagen, muss ich sagen, der liebe Barbecue-Bär. Ja, guck mal, beim Brotgrillen heute. Ich wurde bestraft. So, muss auch einer machen. Ich habe mich dazu bereit erklärt eigentlich, aber er hat es dann übernommen. Also hier wird auch noch ein bisschen Brot angegrillt für Kohlehydrate, Freunde. Kohlehydrate mit Brot. Ist der was an? Ja klar. Warum soll der nicht an? Ah gut, wir kriegen es hin. Boah. Also generell möchte ich da mein Veto einlegen. Ne? Also Freunde. Ja? So viel Salat auf einer Platte. Wir ergänzen aber schön mit Fleisch. Dann geht das wieder. Genau. Oh, kick mal. Ich würde sagen, das kann man so machen, oder? Ein ordentlicher Teller ist es geworden. Da wird noch ein bisschen Dekoration drauf geschmissen und dann können wir schön was essen, glaube ich. Ne? Und dann sagen sie mir wieder, ich soll teilen. Hier wird nicht geteilt. Ja? Aber wir könnten, doch zu zweit könnten wir das eigentlich machen. Halt. Und ich muss jetzt tatsächlich nochmal zurück zum Meister des Brotes. Ja? Aber er macht es gut. Er macht es gut. Also Brot kann er auch. Kann er auch. Alles andere. Sonst nichts anderes. Ja. Die Vorspeise ist da. Läuft, würde ich sagen. Ne? Alle sind schon am Essen hier oder die Hälfte. Die andere Hälfte schlägt sie noch ums Essen. Ne? Glocki, schmeckt? Ist gut. Wir essen jetzt. So, und der zweite Gang wird ein griechischer Burger. Ich bin schon ordentlich gespannt. Das wird richtig lecker heute. Also Vorspeise war hervorragend, lieber Klaus. Das freut mich. Jetzt gibt's Burger, oder? Griechischer Burger, Feta-Creme, Zwiebeln. Reicht eigentlich, oder? Oder? Also mehr braucht man nicht für einen guten griechischen Burger, oder? Jammers, Freunde. Wir gucken mal, wie das läuft. Also ein bisschen was an Burger ist schon vorbereitet. Hier sind eine Menge Leute, die heute Hunger haben, auf jeden Fall. Blocki, noch ein Burger? Ja. Einer geht noch. Wir warten es mal ab. Ah, Zwiebeln sind schon drauf auf der Feuerplatte. Guck mal, geht alles, ne? Kannst du auch noch mal den Arm so lange drüber halten? Ja, komm. Wie Frankie gesagt hätte, da könnte man den vielleicht direkt mit anbieten, weil ich habe auch Soße dazu gemacht. Jemand Arm? Ha?
Feuer, Freunde. Ja, und noch ein bisschen Dämpfung reinbringen, würde ich sagen. Ne? Das geht, das geht. Schön. So, zack, Zwiebeln sind fertig. Jetzt geht's los mit dem Burger, würde ich sagen. Ne? Geil. So, Bobby, und du kannst die mal platt drücken. Schöne 200 Gramm Dinger. Wunderschöne Burger. Schön knusprig von außen, soft in der Mitte. Na? Ich denke, wir können bald essen. Also wunderschönes Patty, einfach Zwiebeln, ordentlich Tzatziki-Soße. Griechische Burger. Feta-Creme, mein Lieber. Feta-Creme. Scheiße, wir sind ja in Griechenland. Ja. Der griechische Burger. Die auch, schön Gyros gewürzt. Komm, es ist nicht schlimm. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Geschmorte so. Zwiebeln. Also alles das, was in einem Beef-Tiki eigentlich drin ist, sozusagen wundervoll. Oben drauf. Hast du so. Keine... So, Speicher. So. Kamera. Oh, okay. Ich klecker jetzt hier aber einfach. Ja, ich geh in Rasen. Ich hab's gut. Ist geil. So, Burger war geil. Jetzt geht's weiter mit der Nachspeise. Wir rösten hier schon ein paar, was sind das, Walnüsse? Walnüsse an auf der Feuerplatte, dazu geht ein bisschen Öl. Gibt es jetzt wieder Feuer? Klar. Ja, Feuer ist immer gut. Ich weiß noch gar nicht, was es wird. Was machen wir jetzt hier an Nachtisch? Joghurt im Memelli, also Joghurt mit Honig ja. Und angegrillten Walnüsse. Mm. Die werden wir kurz flambieren mit. Was natürlich Uso. Uso 12, ja. Machen wir so. Geil. Ja, böse Zungen würden behaupten, dass Anrösten von... Walnusskern. Was würden die getaubten? Ja, ich habe keine Ahnung. Er ist überbewertet, aber ist es nicht, weil wir wollen die auch noch flambieren. Hm. Da kommt jetzt noch ordentlich Uso rauf. Und dann sobald Alkohol im Spiel ist, ne? Wird besser. Walnüsse sind geröstet und flambiert. Die gehen jetzt auf Joghurt, ein bisschen Honig dazu, fertig ist die Laube. Geiler Nachtisch. Hm? Das sieht geil aus, Freunde. Das lassen wir uns jetzt noch schmecken. Ja, so, also der Nachtisch war auch fantastisch. Ich würde sagen, das war ein gelungener griechischer Speisenteller. Ne? Mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch. War schön heute hier, war schön. Von uns kommt auch noch ein eigenes kleines Video von heute. Ich denke, die nächsten Tage wartet einfach mal ab. Wenn euch der kleine Vlog gefallen hat, ballert Kommentare über ein Like oder ein Abo, würde mich freuen. Das war Bobby, 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.